Zockermorde. Düb, düb, düb und damit herzlich willkommen zurück zu Obscuritas, die Dunkelheit. So, wir haben unser Schlüssel gefunden endlich. Die Statue hat sich schon verpiest. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Sound ist auch voll aufgedreht. Es ist abends, also draußen ist es dunkel hier bei mir. Ich habe auch, ihr seht ja, kein Greenscreen an. Und wirklich nur kleine Lämpchen hier an, damit ich mich hier auch einkacke. Ich werde mich trotzdem nochmal hier gucken. Und ich brauche auf jeden Fall erstmal noch eine Taschenlampe. Warte mal, hatte ich mal jetzt schon alles auf hier? Hier waren wir drin. Hört doch mal, meine Fresse. Ich erschrecke mich hier vom Wecker. Okay, draußen ist es ja auch noch hell. Alles nicht so schlimm gerade. Alles nicht so schlimm, ist es noch hell. Hier wäre die Grusel-Omi. Oh! Da ist sie. Die war ja vorher nicht. Das war die Statue da hinten. Ohne Witz. Du bleibst hier, Fräulein. War das verschlossen? Oh ja, das war verschlossen. Hier kommen wir jetzt mit dem Schlüssel rein. Ich habe auch den Code noch hier liegen, ne, vom letzten Mal. Wir haben ja den Code rausgefunden. Perspektivwechsel und pipapo. Da liegt wieder ein Zettel. Jawohl, dann sammeln wir gleich mal ein. Hallo, Sarah. Wie ich sehe, hast du den Schlüssel zum Haus gefunden. Um es dir aber nicht zu einfach zu machen, habe ich dir noch eine Reihe von Rätseln hinterlassen. Mit diesen Rätseln sollst du mir ein letztes Mal beweisen, dass du meines Erbes auch würdig bist. Ich hoffe, dass du auch diese letzten Hürden meistern wirst. Schau dich dazu immer in den einzelnen Teilen des Hauses genau um. Wenn du genau hinschaust, wirst du sicher herausfinden, was du machen musst, um den nächsten Teil des Hauses zu erreichen. Ich wünsche dir viel Glück. Tja, danke, Onkel Arthur. Du bist ja der Geilste. Alter, ich würde mir ein paar Leute hier engagieren. Ja, alles aufbrechen einfach, Alter. Und überall neue Schlösser reinmachen. Das ist ein Scheiß. Ich habe immer noch keine Taschenlampe. Habe ich die übersehen? Ich kann ja schon Batterien hier. Ich finde ja schon Batterien. Okay. Oh, die Zeit läuft. Die läuft wirklich. Die läuft richtig. Okay. Ist auch selten. Oh mein Gott. Was ist da draußen los? Flackert so. Das flackert da draußen. So, wir haben jetzt einen Schlüssel. Okay, warte mal. Wir gucken uns hier noch. Komme ich jetzt hier rein? Jawohl. Ah, okay, hier. Machen wir Licht an. Tja, dann gucken wir mal rein hier ein bisschen. Jawohl. Aha, jetzt brauchen wir den Key. Gut, dass ich den hier aufgeschrieben habe. Mit der Tastatur. 1, 4, 8. Ah, hier ist eine Taschenlampe. Drücke F oder die linke Maustaste, um die Taschenlampe ein- und auszuschalten. Jawohl. Wenn du diesen Brief liest, hast du bereits das erste Rätsel mit Erfolg gelöst. Der Schlüssel im Tresor bringt dich in den nächsten Teil des Hauses. Na super, okay, danke. Na, bis jetzt war es ja noch easy hier. Boah, ganz leichte Effekte, aber ich weiß, dass hier auch wirklich... Das soll schon knackig werden. Weil ich unter anderem ja auch... das Interview gesehen habe mit dem Let's Play Forum. Die haben das angespielt. Ich kenne einen von den Redakteuren da, die auch da waren, das angespielt haben. Er meinte, awesome, Alter, awesome! So, wir können... Oben war ja auch zu, aber ich glaube, wir können jetzt erstmal hier rein. Oder konnten wir hier rein? Ach ja, hier waren wir. Aber halt, 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 halt. Lassen wir hier Batterien aufladen? Ja, das reicht natürlich nicht. So, ich habe schon Batterien gefunden. Irgendwo anders waren noch Batterien. Ich glaube hier. Auf dem Bett.
Ja, jetzt erschrecke ich mich nicht nochmal. Scheiß Wecker, du. Spiel damals. Der läuft nicht mit, okay. Der klingelt, wenn er lustig ist. Dann mal gucken, ob wir jetzt hier durchkommen. Ja. Der Spielstand wurde gespeichert. Jawohl, es ist langsam wird es dunkel. Na geil. Wenn dunkel ist, ist immer kacke. Achtet verdammt nochmal auf die Geräusche hier. Und wenn ihr dieses LP guckt, zieht's euch abends rein. Oder verdunkelt alles. Haut euch die Kopfhörer um die Ohren. So, ich bin mal gespannt. Irgendwann wieder der Stromausfall herrscht. Oh. Na, lass mich raus hier. Jetzt werde ich schon gucken, dass ich ein Fenster finde und mich verpissen. Verschlossen. Naja. Okay. Oh Gott. Oh mein Gott. Eine verdammte Puppe, Alter. Puffin Ruff war es ja noch ein Clown. Jetzt haben sie hier so eine Gruselpuppe sitzen. Wäre richtig aussehen, wenn ich rumlaufen würde. Würde ich mir richtig einkacken. Kann man mit der irgendwas machen? Nö. Du bleibst da sitzen, Fräulein. Das ist der Stuhl der Bestrafung. Du kannst nicht aufstehen. Okay. Das ist ja super beleuchtet hier, Alter. Schau mal, du wohnst hier, Alter. Nur mal Licht ein und dann hier so. Das ist einfach gruselig. Okay. Bärenfell, sehr geil. Das auch unten in meinem Bildschirm. So, sogar kaputt ist, ne? Ich weiß auch nicht, wie. Wann sehe ich denn, ob die Batterie leer ist oder nicht? Na ja, okay, das ist Jagdzimmer hier, okay. Ich versuche sparsam mit der Taschenlampe umzugehen. Schlüssel! Kopfhut! Guck mal aus dem Fenster. Ich kann nicht aus dem Fenster gucken. Also ich hätte mich gerne vor das Fenster gestellt jetzt. Okay. Okay, okay. Ah, das Telefon kenne ich auch noch. Wo ist denn das? Hä? Warum habe ich die genommen? Ich weiß es nicht. Ist zu. Ich habe jetzt einfach mal eine Vase eingesteckt, weil ich cool bin. Ich weiß aber nicht warum. Vielleicht kommen wir hier durch jetzt. Juhu. Yeah. Hallo. Oh, sehr schön. Guck mal. Oh, ist ein tolles Bild. Von dem Raum hier? Fast zwar. Oh, das ist der Raum aus Pinefield Drive gewesen. Ja, das war der Raum aus Pinefield Drive. Ich glaube ja. So, ich habe ja hier genug Streichhölzer. Ich bin immer sparsam, ne? Jetzt kann ich den Schlüssel. Was habe ich auch gerade was gefunden hier? Nee. Ah, ich habe die Vase da oben, die ist auch da drauf. Ja und? Toll. Oh. Uhuhu, Leute. Hier kann ich rausgucken. Ja, so beschlagen hier.
Nanu? Nanu? Hau wieder ab. Ist doch klar. Oh, ich komme auch rein. Ah. Ah, yeah. Das ist der Raum. Hier ist ein Schlüssel, jawohl. So, zack, komm, aber steht hier. Und nu? Hier, das ist der Raum. Oh, der sieht so aus wie einer, ich glaube, wie von Pinefield Wife. Oh, hier Lichtchen an. Kann nie schaden. Oh, hört er das? Drücke R oder linke Maustaste, um Batterien in der Taschenlampe zu wechseln hier unten. Wenn wir wohl ein bisschen halten. Wie funktioniert die Uhr? So, hier ist nichts. Ich hab. Gehen wir nochmal hier drüben rein. Was sich was hier geändert hat. Nein! Boah. Schon ein bisschen schauriger. Boah, Alter. Nee! Nee, ich will dich nicht. Hä? Von hier kam ich doch, oder? Das war das Jagdzimmer? Jawohl, warte mal. Ah, ja. Hallo? Hallo? Ja, geht nicht, ist ja super. Kann ich die Öllampe anmachen? Nö, kann ich nicht. Was ist das? Dürfen wir nicht vergessen, wir müssen ja auch Rätsel knackern. So, was habe ich das hier? Toll. Ich habe 10 Streichhölzer. Ich kann ja auch nichts anzünden. Ich würde ja gerne was anzünden, aber ich kann nichts anzünden. Das schnell wieder machen. So, was war hier? Der Funzelan hier. Das ist schon gruselig, der Raum hier, also. Ich muss hier nicht wohnen, so. Das ist. Ich glaube, wir die Bude verkaufen, Alter. Ohne Scheiß. Okay, da war es nicht. Wir gehen nochmal zurück. Sehr brav, dass du hier sitzen bleibst. So, haben wir wieder einen Hinweis? Können wir das. Der Schatulle, was soll ich mit der machen? Ja, warte mal, Schatulle. Ach, da auch. Da, die kommt auch da rein. Alles klar. Alles klärchen. Ich hab's begriffen. Nee, nee, Licht bleibt an. Hier. Jawohl. Jetzt habe ich hier so ein Kelch. Achso, oh, Alter. Ich mache einen Screenshot hier. Ich dachte, das kann ich nur an einer Stelle sitzen. Okay, warte. Wir haben links Schatulle. Wie blöd. Große Vase. Das heißt, so eine kleine Kelche, da steht da gar nicht. Kommt der Kelche. Ne? Ach, da links. Ah ja, alles klar. Guck an. Oh, nicht mit mir, ja. Mal los. Hier. Ja. Hallo. Was ist passiert? Hä? Mal Licht ausmachen.
Okay, hat sich nichts verändert? Bin ich zumindest der Meinung. Ach, hier! Guck mal an! Jip, jip, jip. Okay. Hab ich dich schon wieder sehe hier. Ich frag mich nicht mehr, wo ich hier lang musst. Ach doch, warte mal, die Tür ging nicht auf. Jupp. Ja, der Spielstand wurde gespeichert. Wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Wie gesagt, ich muss ein bisschen reglementiert hier auf die Zeit achten. Bis zum nächsten Mal.